Hallo und herzlich willkommen zu Folge 73 von Terranigma. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ja, ich war gerade ein bisschen überrascht, als ich das gerade las. Ich dachte eigentlich, wir kommen jetzt zur nächsten Etage. Aber kommen wir nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Gut, ihr könnt mir das in der Sekunde sicherlich jetzt nicht sagen, aber da muss es doch irgendwas geben, was ich hier aktivieren soll. Ja, dann gucken wir das doch mal. So groß ist der Dungeon doch eh nicht, oder? So, wir gucken mal. Kommen wir da rein? Nein, da kommen wir nicht rein. Da kommen wir auch nicht rein. Da muss man wohl irgendwas aktivieren. Habe ich das nicht getan? Egal, wie auch immer. Wir gucken jetzt mal eben kurz danach, was wir da aktivieren können und müssen und sollen. Da komme ich nicht lang. Aha, da sind Feinde. Okay. Das ist ja mal interessant. Hä? Kann ich da auch nicht lang? Okay. Ja, das ist der Beginn einer wunderbaren Folge, glaube ich. Ich glaube, ich muss gleich wieder irgendwas vom Pferd erzählen. Komme ich da hin? Da könnte ich klettern. Oder? Da komme ich aber nicht hin. Ja. Möchtest du nicht? Also es wäre ja sinnvoll, wenn man hier die Anlage anschalten kann. Tja. Und tut man da wohl nicht. Okay. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Irgendwas muss man doch hier bestimmt machen. Das wäre ja sonst ein bisschen komisch, ne? So, da kommen wir wieder zurück. Das ist auch mal uninteressant. Tja. Ich sag nur, das Einzige, was sinnvoll ist, ist dieser eine ominöse Schalter. Den müsste ich doch betätigen können. Fängt schon wieder gut an. Fängt schon wieder hervorragend an. Jetzt quäle ich euch mit gleich so einer. Warum kann das nicht? Das muss doch angeschaltet werden. Ich teste alle Tasten durch, aber da passiert nichts. Tja. Denn hier noch was anderes, was ich tun könnte? Da sind die Roboter, da waren wir schon, da war auch nichts. Aha. Was ist das da hinten? Wo komme ich denn da hin? Nicht rein. Ne? Sonst hier wäre was. Ja. Wo ich da hin? Aha. Das ist doch schon mal gut. So, das sieht doch schon mal. Interessant. Das kann ich werfen. Ach, da geht's noch weiter. Ah. Ah. Dann gehen wir noch mal eben kurz durch diesen geheimen Lüftungsschacht oder was auch immer das ist. Ist ja komisch. Ja, da kann man 17 Mal dran vorbeirennen, glaube ich. Da ist was, was wir einsammeln können. Ja, ist klar, Ark. Du hast 50.000 Gegenstände, aber der ist jetzt mal zu schwer.
Einen möchte ich eigentlich entsorgen. Nein, 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 nein. So, weg, zack. Ja, soll es. Okay, dann entsorgen wir auch noch eine Rüstung. Das kenne ich noch. Also das, wie schon gesagt, ist das, was ich ja mal gesagt habe. Das ist das, was ich noch in Erinnerung hatte. Und, nein, 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 nein. Ich möchte das nur entsorgen. Weg, nicht weg, ja. Nein, möchte ich nicht, möchte ich nicht, möchte ich nicht. So. Seelenpanzer. Was machen wir denn mit dem Seelenpanzer? Oh, der ist ja schön. So. Ja, das bringt uns aber immer noch keinem Schalter näher, ne? Immerhin haben wir schon mal einen Seelenpanzer und das Wichtigste in einem Let's Play ist ja bekanntermaßen die Seele des Let's Plays. Ich weiß, ich bin bekannt für meine unglaublich genialen Überleitungen. Ah, Feinde! Oh, du bist aber... Ja, jetzt auch eine Menge aus. Ah ja, Geld kriegen wir wahrscheinlich eh bis zum St. Nimmerleinstag. Okay. So beeindruckend sagt er dann doch nicht. Gut, hauen wir den nächsten weg. So. Ja, sind wir mal gespannt. Auf der Suche nach einem Schalter. Das, ich glaube, das ist relativ einfach. Na, komm. Du kannst mich deinen Turbo einschalten. Das ist mir vollkommen egal. Also, ich müsste leveltechnisch auf jeden Fall so sein, dass das hier keine großen Probleme gibt. So, das ist doch bestimmt der, den wir brauchen. Arg betätigt den Schalter. Lass mich ran, jetzt haben wir Strom. So, und jetzt können wir uns auch mit Sicherheit zum Lift gehen. Das wusste ich echt nicht mehr. So gesehen, sorry für jetzt mal wieder 5 Minuten sinnloses Rumirren, aber das seid ihr ja bei mir gewohnt. Das ist ja die normale Unterhaltung, damit... Ihr kennt das ja schon. Und ich möchte euch ja irgendwie auch nicht enttäuschen. Aber so viel, das kann ich nochmal sagen, kommt da nicht. Also ich glaube, das sind noch 2 Dungeons. Ach, jetzt bewegen die sich? War das gerade auch schon so? Aha. Okay. Kann ich aber noch nicht rein, ne? Nee, aber jetzt bewegen die sich. Interessant. Ach, das sind keine Lialen, das sind auch solche... Kann ich aber immer noch nichts machen, ne? Nee. Okay, der Schalter ist also rein Show. So, jetzt müsste ich doch runterkommen. Also denke ich mir. Ah, Strom. Ab in die nächste Etage. Ich weiß nicht, wie viele Etagen dieses Ding hier hat. Aber ich denke, so viel sind es auch nicht. Oh, sieht ja ganz putzig aus. Hat der Beruger ja mal ein bisschen was investiert, ne? In Geheimfestungen für Größenwahnsinnige. Kann man ja mal machen. Okay. Die Tür auf. Wo sind wir denn jetzt? Das sieht bis jetzt alles noch normal aus. Ich hab's immer Biotanks? Das sind so Sachen, die möchte ich gar nicht sehen, weil die wir ja schon mal in unserem Leben Videospiele gespielt haben, kennen das, ja? Kann man das kaputt machen? Beiden kann man doch bestimmt nicht schieben, ne? Tja. Aha. Kann man da noch runter? Nee. Auch nicht.
Okay, aber ich glaube, mehr ist da gar nicht, ne? Nur der hier. Gut, das ist uninteressant. Also müssen wir irgendwas mit diesen Steinen machen können. Tja. Kann man die zerstören? So Granitsperr technisch, oder? Wir gucken mal eben. So. Einmal den Granitsperr, bitte. Dann freuen wir uns. So, Ohrsperr. Ja, Ohrsperr und Granitsperr. Ja, wie gut, dass ich den nie weggeschmissen habe. Das bringt auch gar nichts. Super! Das ist das Beste, ne? Ja, dann nehmen wir den Narrenstab, komm. Ja! Super! Wie kommen wir denn jetzt da wieder dran vorbei? Das geht nicht. Dann gehen wir noch da rein. Ja, ist immer schön, dass man das mit einem zweiten Blick sieht, ne? Als würde ich dieses Spiel... Ach, das geht alles noch weiter. Sieht ja extrem einladend aus. Was seid ihr denn? Ach so. So Jetpack, kybernetische, was auch immer, Monster. Ja, ich habe ja einen Fan für Genome, wer mich kennt. So. Okay, den können wir auf jeden Fall schieben. Hat uns das jetzt was gebracht? Nö. Überhaupt nicht. Okay. Ist das was? Aha, das ist so eine Art Warp-Kapsel. Okay. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ah, interessant. Komm, mach mal deine Attacke. Interessiert mich nicht. So. Was geht denn hier wieder ab, Freunde? Kennt ihr auch dieses unglaublich lustige Gefühl, wenn Windows irgendwas auslagert und keiner weiß genau warum? Das ist dieses Gefühl, was ich gerade habe. Wisst ihr was? Da das jetzt gerade im Augenblick jetzt gerade irgendwie technisch gerade irgendwie mich gar nicht mag, mache ich jetzt einfach mal hier einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich spannend weiter. So spannend war die Folge jetzt nicht unbedingt, aber geht davon aus, die nächste wird spannender. Wir sehen uns!